Moin, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu Folge 3 von Guild. Ja, wir sind hier immer noch auf der Suche nach, ich weiß noch nicht genau. Also, auf jeden Fall nach Emily. Müssen wir uns aber hier noch weiter umschauen. Denn wir haben ja schon so ein bisschen was gemacht, allerdings noch nicht ganz so viel. Und gegebenenfalls muss ich mir was mit meinem Setup hier noch einfallen lassen, aber wir gucken natürlich erstmal. So, dort konnten An der wir anderen Seite verschlossen. nicht rein. Genau. So, da sehen wir auch gleich ein bisschen mehr. Wie ging die noch aus? B drücken? Nö. Y? Nee, da machen wir irgendwas anderes mit. Irgendwie scheine ich was zu hören. Ich würde ganz gerne. Da war der Knopf. Wollte nur ganz gerne die Taschenlampe ausmachen, darum ging es mir. So, dann können wir jetzt nochmal wieder hier rein. Und schauen uns hier mal weiter um. Da ist etwas, was wir haben möchten. Ah, Iris, der kleiner wird. Ach, wir visieren das Auge an? Warum? Okay, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Unterdessen, dass wir da nichts machen können. So, Auge anvisieren. Zack, Licht aus. Licht an. Licht aus. Lassen wir das Ganze, wir gehen weiter. Wir haben nur so einen kleinen Rundgang geöffnet in der letzten Folge und sollten einfach mal schauen, was wir hier noch so im Insgesamt Warum ist finden. diese Stadt so stolz auf ihre Vergangenheit? Die Mine ist schon ewig geschlossen. Vielleicht sollten wir das, was unter uns liegt, besser einfach hinter uns lassen. Unter uns, hinter uns, okay. Schränke offen, aber da gibt es auch nichts. Oh, warte mal, wie machen wir da Licht aus? Nicht, dass da irgendwie jemand rumwühlt, rumläuft. So, hier konnten wir rein. Da haben wir aber bisher, glaube ich, nichts Besonderes machen können sonst. Wir sind hier nur durchgegangen. Tschüss! Der hat uns immer noch. Okay, jetzt sieht er uns nicht mehr. Fiese Mucke. Voll die Horror-Shocking-Mucke. Fühlt sich wie in so einem Psychofilm. So, da hinten ist er. Hier hatten wir das ausgemacht. Das war halt die Abkürzung gewesen. Nun gut. So, gehen wir mal hier weiter. Sieht nach Sackgasse aus. Jo. Ist auch eindeutig eine Sackgasse. Und auch nichts, was Sie hier jetzt weiterfinden können. Verstehe. Nee, da wollte ich nicht drauf, da wollte ich drauf. Ach so, ah, wir haben einen Schlüssel. Klar, natürlich. Gehen noch mal eben kurz gucken. Ganz vorsichtig durch. Ich hoffe, das war nicht laut. So, er stapft da hinten weg. Ich weiß, den können wir kaum sehen, aber es macht ja nichts. So. Das wäre wieder nur der Schalter, um die Elektrizität einzuschalten. Okay. Run, run, run. Entschuldigung, ist ein bisschen her, dass ich gespielt habe, deswegen sind wir direkt falsch gelaufen. Okay. Let's use the key. Gehen wir schön vorsichtig rein. Naja, vorsichtig mit Licht. Emily, bist du da? Wo? Oh.
Das ist äußerst klug, hier rumzuschreien, wenn da irgendwelche Viecher durch die Gegend laufen. Warte mal. In die Ecke gucken. Dann gucken wir vielleicht doch erstmal hier. Okay, hier vorne liegt noch eine alte Socke rum. Also Spray natürlich. Der Inhalationsspray. Wo wir jetzt nicht drankommen aufgrund dieser Augen. Hier wurde offenbar jemand gemobbt. Pathetic. Jetzt leider keine genaue Übersetzung im Kopf. So, wo ist der Typ hin? Der kam da raus und ist jetzt wieder rein oder was? Wir gucken mal hier in den Schacht hinein, ob es hier noch weiter... Nope. Okay. Ich habe auch keinen Cola-Automaten gesehen, wo wir nochmal eben hätten eine Dose ziehen können, um... Was? Achso, nee, die waren dort. Alles klar. Gefühlt standen sie woanders. So, dann müssen wir nochmal eben schauen. Da kam der, glaube ich, raus. Ups. Oder auch nicht. Weiter, 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 weiter. So. Ich glaube aber, wir können die Taschenlampe ja nicht in der Hand halten, wenn wir eine Dose haben. Wir würden die Dose automatisch fallen lassen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir damit was anstellen können. Oder überhaupt erstmal anstellen müssen. Oh, das wollte ich nicht. Da ist irgendwas hinter. Da. Schacht mit einem kurzen Ende. Bedeutet so ein Versteckschacht. Okay, hier ist niemand. Da geht's auch nicht weiter. Dann können wir ja hier wenigstens mal eben normal laufen. Oh. Burns. Elektrizität, Feuer. Der Sprinkler. Ich hab gerade hochgeguckt. Wo? Ach, da. Ja. Können wir das zu unserem Vorteil nutzen? Müssen wir vielleicht was gegenwerfen oder so? Hier ums... Ah, okay. Dann machen wir das doch mal hier. Mashing the A-Button. Und zack, ist er Feuer aus. Cool. Oh. Okay. Warte mal, so einfach geht er nicht. Und hier ist wieder Horrormucke so ein bisschen. Fließt die gerade random ein, oder? Ich habe keine genaue Ahnung. Da vorne an die Leiter müssen wir. Das bedeutet, hier könnten wir doch tatsächlich so eine Dose gebrauchen. Vielleicht können wir damit den Schalter treffen. Das sollten wir mal ausprobieren. Dann flitzen wir da nochmal eben kurz hin. Das war hier um die Ecke. Genau, da haben wir sie liegen lassen. Na, komm. Kommst du wohl mit. So, dann schauen wir doch mal, ob wir da mit der Dose was erreichen können. Wir so zielsicher sind, dass wir damit den Schalter treffen. Das wäre natürlich der Idealfall. Jetzt müssen wir uns hier wieder ans Ende stellen. So. Können wir ja mal gucken. Etwas höher. Das sieht doch gut aus. Klappt sogar. Das ist ja genial. Das funktioniert ja richtig instinktiv. Das ist ja richtig toll. Aber sonst gibt es hier nichts, ne? Nope, wir könnten es wieder anschalten, wäre allerdings nicht die klügste Variante. Und wir wollten da hinten an die Leiter. Ich weiß bloß gerade noch nicht, warum wir an die Leiter wollen. Warum wollen wir da ran? Ah, da wollen wir hin. Okay.
Dann ziehen wir doch das Teil mal. Na, wirst du wohl dich ziehen lassen? Dankeschön. Jetzt müssen wir kurz da oben abpassen. Achso, weiter geht nicht. Dann wird hier wohl richtig sein. Gut, haben wir uns hier jetzt wieder einen Weg eröffnet. Wobei wir den einen, wo der... Vielleicht sollte ich hier einfach auf Hilfe warten. Vielleicht. Wir haben ja jetzt so das Ding, dass das Monster vor irgendwelchen Gängen hin und her gewachtelt ist. Aber wir wissen noch tatsächlich nicht, was es uns bringt. Oh. Merry Christmas. Mhm. Okay. Wir sehen dich. Wir sehen dich, ja. Wer sieht wen? Was? Was? Meine alte Taschenlampe. Die gab ich vor langer Zeit Emily. Okay, jetzt haben wir noch eine Taschenlampe. Warte mal. Was sieht die Taschenlampe aus? Verbraucht keine Batterien. Hätte gedrückt zum Zielen. Strahl. Okay. Hat geklappt. Ups. Alrighty then. Damit kommen wir auf jeden Fall schon mal weiter. Das ist ja richtig schön. Also ausrüsten ist gar kein Problem. So, damit normal zielen auch nicht. Jetzt haben wir die andere Taschenlampe offenbar irgendwo liegen lassen. Und die alte Taschenlampe ist ja jetzt, so wie es aussieht, zumindest viel besser. Und es ist schön, dass das Ausrüsten, also das Normal mit der... Was ist das? Gut. Sammle Batterien, um die Taschenlampe wieder aufzuladen. Batterienladung. Okay, das waren Batterien. Nice. Einmal mal aus. Die Lampe hat das Auge verbrannt. Vielleicht klappt das auch bei den anderen. Ah, das da unten, das ist offenbar... Ja, das ist unser Batteriestatus. Monster lassen sich an manchen Stellen durch den Strahl der Taschenlampe verwunden. Alter LT gedrückt, um zu zielen mit der Zielhilfe. Oh, verstehe. Das ist dann... An manchen Stellen sind das die orangenen... Monster lassen sich an manchen Stellen durch den Strahl der Taschenlampe verwunden. Also, okay. Das bedeutet, wir können jetzt den hier machen. Oh. Puff. Es werde Licht. Da gab es wohl eine Errungenschaft. Also den haben wir weggepufft. Nicht schlecht. Jo. Jetzt können wir uns wenigstens wehren. Oh, sieh mal an, alte Socke. Super. Das können wir hier öffnen. Ja, kurz noch Licht anmachen und hier alles durchgucken. Dürfte ja niemand mehr da sein. Das eine Viech haben wir jetzt platt gemacht. Aber wir müssen natürlich aufpassen. Das Strahlen, das scheint die Batterie zu verbrauchen. Alles andere offenbar nicht. So. Okay. Da vorne ist wieder einer. Sprinte im Kampf, um den Angriffen von Monstern auszuweichen. Okay. So. Da können wir es doch verwunden, oder? So. Ha! Das sind die orangenen Punkte. Der zieht auch von selber nach. Das ist nicht schlecht. Und das hier war, glaube ich, auch der Gang gewesen, in dem wir noch nicht waren. Schockingmucke? Ist hier noch irgendwo jemand? Sieh einer an. Mit dem Kopf in die Toilette gedrückt. Also gemeinsam jemanden auslachen zum Beispiel. Jemanden im Kopf in die Toilette drücken und so. Ja. Das sind so diese typischen amerikanischen Pranks. Womit sich dann die Hipster dort immer ganz toll fühlen. Da ist wieder einer. Tschüss. So, Licht aus. Wir gehen hier weiter gucken.
Ach, sie an. So. Wo sind wir hier? Oh, da hinten leuchtet was. Ich kann sie nicht finden. Was nicht finden? Emily oder? Oh, da ist wieder ein seltsames Buch. Lächeln, keiner mag mich. Da schauen wir doch mal rein. Da. Keiner mag mich. Mama sagt, ich soll lächeln und freundlich sein und dass jeder mit einem befreundet sein will, wenn man nur immer schön lächelt. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber ich habe es heute mal ausprobiert. Sogar als sie meinten, ich solle mich verpissen. Und das alles, das alles besser war, bevor ich in die Stadt gekommen bin. Seltsamer Satzbau. Ich habe weiter gelächelt, obwohl ich keine Antwort darauf parat hatte. Ich weiß nicht, warum das mit dem Lächeln bei mir nicht funktioniert. Ich bin auf die Toilette gerannt und habe in den Spiegel geguckt. Ich finde, ich habe ein hübsches Lächeln, aber es funktioniert nicht, weil ich die ganze Zeit weinen muss. Ist natürlich nicht so schön. Ich sollte daran gewöhnt sein. Verschwinde. Aber es tut noch weh. Tja, dann spielen wir hier wohl jemanden, der durchgehend gemobbt wurde. Oder die durchgehend gemobbt worden ist. Was zum... Warum fällt das Teil um? Ach, deswegen. Weil wir den Durchgang nicht mehr haben und woanders lang müssen. Okay, dann gehen wir hier mal eben durch. Allerdings vorsichtig. Ach, da kamen wir doch schon her. Genau. Checken tue ich es trotzdem noch nicht. Okay, wir sollen wieder in die Haupthalle. Wir haben allerdings hier, wie ich finde, den letzten Raum noch nicht besucht. Das würde ich mir doch ganz gerne nochmal anschauen. So, bevor wir wieder in die Haupthalle gehen. Was zum... Alter Falter. Mehr Schrauben. Sie ist mit einer Kette verschlossen. Okay, mit einer Kette verschlossen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann sehen wir da nämlich da unten auch, dass ein Schloss drauf ist. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass hier ein Raum ist, in dem wir noch nicht waren. Und nicht einfach nur, dass der ausgeblendet ist auf der Karte. Das ist schon mal sehr viel wert. Also geht's jetzt einfach erstmal zurück zur, ja, zur Haupthalle. Müssen wir aber trotzdem eben aufpassen, weil hier vorne lief vorhin jemand. Oder etwas. Jemand. Jetzt sage ich schon, dass das Jemande sind. Ah, hier noch was drin, was wir... Ach ja, hier, warte mal, da mit den Augen. Welche nehmen wir? Das da? Puff. Müssen wir alle machen, oder was? Oh, ganz wenig drauf drücken. Puff. Ist da noch eins? Nee, ne? Das müssen wir jetzt weggammeln, ne? Jo. Sehr schön. Das könnten wir jetzt nehmen. Sollten wir vielleicht machen, aber dazu muss ich erstmal eben... Was habe ich jetzt gemacht? Okay, das ist ein Taunt. Müsste ich jetzt nur noch mal eben kurz wissen, wie man das Zeugs anwendet. Eins nicht. Was war denn das? Y? Jo. Das war's. Muss man bloß länger gedrückt halten. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder voll. Energie voll und auch die Teile voll. Können hier wieder zurück. Und wir können jetzt hier in die Haupthalle Auge platt machen und dann dort rein. Aber wisst ihr was? Machen wir nicht jetzt, machen wir in der nächsten Folge. Ich danke an dieser Stelle fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge Guild. Ciao!